Wollen wir gucken, wie Angela Merkel heult? Ganz Bis wilde Weihnachten Überleitung. sind es noch 14 Tage genau von heute. Das will ich noch ganz kurz gucken. Das will ich ganz kurz gucken. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Die hat gar keinen Bock mehr. Die ist absolut verzweifelt, die Frau. Die hat absolut keinen Bock mehr. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden. Oh, Memo, fett saufen, Alter. Oh! Es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. So, und jetzt hört auf, Glühwein zu trinken! Hört auf, die Frau! Es kann doch nicht sein, dass ihr alle so grenzdebil seid! Dann nehmt euch euren scheiß Glühwein mit oder geht zum Aldi, verfickt nochmal, und kauft euch eine Flasche Glühwein und kippt den in den Topf zu Hause, ihr dummen Scheiß-Alkoholpenner! Ihr Affen! Und macht mal die Schulen bitte zu, Bundesregierung, danke. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, Ja. sondern vielleicht schon am 16. Ganz genau! Merkel, mach Schule zu und mach Ferien auf! Und mach Glühwein zu! Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage Ja. irgendeine Lösung zu finden? Ja, ich meine das hundertprozentig ernst. Die Frau hat einfach recht. Und ich kann verstehen, dass sie verzweifelt ist. Ich kann das verstehen. Ich kann das absolut verstehen. An alle Leute, fasst euch doch mal ganz kurz an den Kopf und bleibt doch einfach zu Hause. Ey. Und das mag ja sein. Und wenn ihr irgendwo hingeht, dann testet euch vorher, nachher und mittendrin. Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Richtig. Richtig. Absolut nachvollziehbar. Ich weiß, dass Angela Merkel dem Bundes nicht die Schulen schließen kann. Das ist Ländersache. Aber trotzdem. Also, ich weiß, dass es Winter ist. Und ich weiß auch, dass es sau nice ist, draußen zu sein mit Freunden und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, es gibt gerade so viele geile Games. Cold War ist draußen. Cyberpunk ist jetzt morgen draußen. Es gibt auf Epic Games Store gibt's immer wieder mal Spiele umsonst. Auf Steam gibt's Among Us für 4 Euro. Kauft euch einfach eine Menge Spiele und bleibt zu Hause. Das klingt dumm. WoW hat ein neues Update. Bleibt einfach zu Hause und zockt. Macht mal das, was ihr immer machen wolltet. Fortnite hat eine neue Season. Zockt einfach. Bleibt einfach zu Hause. Bleibt zu Hause, wenn ihr nicht irgendeine wichtige Reise habt. Bleibt zu Hause, wenn ihr nicht irgendwas Wichtiges, nicht unumkehrbares machen könnt. Bleibt einfach zu Hause. Geht zum Einkaufen, geht in den Park mit genug Abstand und sonst bleibt zu Hause. Sauft zu Hause Glühwein. Geht zu Hause in die Badewanne oder geht duschen zu Hause, wenn ihr das Schwimmbad vermisst. Bleibt einfach zu Hause. Bleibt zu Hause. Leopoldina hat auch recht. Wenn sie uns mahnt, dann nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Technorex, ja. Maßnahmen dann auch aufzuzeigen. Ich meine, wenn wir ganz realistisch sind, dann müssen wir die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Ja. Anfang Januar bis Ja, Mitte es ist März. scheiße. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Ja. Monat zu Monat Ja. verbessern und wir müssen Ja. jetzt uns noch einmal Ja. anstrengen. Wir haben jetzt schon so viel. Ey, man kann wirklich sagen über Merkel, was man möchte, ihre politischen Entscheidungen in alle Fragen gestellt. Aber diese Frau,
Man muss ihr einfach Respekt zollen, weil sie sich für dieses Land komplett kaputt macht. Die macht sich wirklich kaputt. Die redet seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren ist sie im Amt? Seit 17 Jahren, 16 Jahren redet sie gegen Wände. Das macht verrückt. Die ist wirklich die Mutti. Die ist wirklich einfach die Mutti. Und ich will nicht wissen, was in Deutschland abgehen würde, wenn wir nicht so eine sorgenumsorgte Mutti hätten. Man muss sie nicht mögen. Es gibt eine Menge Leute, die Probleme mit ihr haben. Politische Ansichten, Denying der Homo-Ehe und so weiter und so fort. Das sind alles reasonable Punkte. Aber sie opfert sich wirklich aus. Sie opfert sich wirklich auf. Punkt. Viele Monate. Bitte informieren. Ach, Digga, komm raus. Hatte mit diesem Virus verbracht. Und wir haben doch gelernt, wir können etwas dagegen tun. Das hört auf, Zimt in den Chat zu schreiben. Ich stehe nicht auf Angela Merkel, seid ihr dumm. Das ist ein bisschen unmenschlich, dass ich immer auf Distanz gehen muss, dass ich keinen treffen soll und wenn dann nur mit Schutzvorrichtung, das ist richtig und diesen Mund-Nasen-Schutz. Aber das ist ja auch nicht etwas, was unser Leben total zerstört. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig das Wissen mehr, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten. Ja. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank. Imagine, du bist die Bundeskanzlerin und musst dein Land, deine Bevölkerung anflehen, dass sie zu Hause bleiben. Das ist doch nicht, das ist doch, also Digga, das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Es ist doch wirklich einfach nur krank. Das ist Johnny. Das ist doch einfach nur krank. Das ist doch. Einfach nur krank.